Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute mal zu meinem allerersten Naruto-Video auf diesem Kanal, weil, hi, tatsächlich, ich mag Naruto. Und wir haben ja schon Top-10-Listen der Antagonisten zu zum Beispiel Yu-Gi-Oh! Oder auch Dragon Ball gemacht. Also habe ich mir gedacht, dass ich einfach meine Top-10-Antagonisten in Naruto vorstelle. In der reinen Theorie gibt es hier halt einmal alle Naruto-Antagonisten, das heißt sowohl Naruto, Shippuden, obwohl Naruto und Shippuden an sich das gleiche ist, also der Manga ist genau gleich, im Anime wurde es noch anders benannt und eigentlich auch Boruto, allerdings wird es keine Boruto-Antagonisten hier geben, weil ich habe Geschmack und deswegen eigentlich jetzt noch meine Top 10 Naruto-Antagonisten, wenn wir einfach mal ehrlich sind und Boruto mal außen vor gelassen, weil da geht es wahrscheinlich mal irgendwen, der irgendwie in die Top 20 oder sowas kommen würde. Falls ihr aber generell Lust auf mehr Anime-Videos habt, dann lasst doch gerne ein Like und auch ein Abo da. Hier gibt es fast täglich neue Videos, egal ob es Dragon Ball, Yu-Gi-Oh! Oder Digimon ist. Und falls ihr generell auch Vorschläge für mich habt für Videothemen, dann schreibt das gerne in die Kommentare, weil ich immer gerne neue Ideen annehme. Auf Platz 10 hätten wir einmal den ersten richtigen großen Antagonisten in Naruto, und zwar wäre das einmal Zabuza. Vielleicht könnte man argumentieren, dass halt so der Sensei von Naruto der erste Antagonist war, der halt so betrogen hat. Aber ich zähle zwar nicht so richtig, weil es war halt eine Folge. Und Zabuza hat halt seinen eigenen Arc bekommen. Ich persönlich fand diesen Arc als Einsteiger immer unglaublich interessant, weil der halt gezeigt hat, dass Naruto halt noch wesentlich mehr gibt als nur die Ninjas. Ich finde es immer sehr schade, dass diese Idee quasi einfach komplett verworfen wurde, weil es am Ende einfach eine riesige Ninja-Welt war und du eigentlich gar nicht mehr wirklich was von normalen Menschen mitbekommen hast, halt außer zum Beispiel in Filler-Folgen. Und da mochte ich den Zabuza-Arc immer sehr, sehr gerne. Du hast halt da gesehen, die haben Missionen angenommen für die Menschen, die halt an dieser Brücke da arbeiten. Und Zabuza war halt derjenige, der sich der Gruppe entgegengestellt hat und er war auch ziemlich stark. Ich meine, er galt ja quasi so als ein Elite-Ninja und konnte gegen Kakashi bestehen, welcher, naja, ein Elite-Ninja war. Außerdem fand ich es halt cool, dass man halt dort so richtig gesehen hat, okay, was haben wir denn überhaupt jetzt gerade für Stärke, an die wir uns messen müssen? Auch man sagen muss, dass es danach einfach komplett irrelevant war, weil Zabuza im Vergleich eigentlich übelst scheiße war, wenn man vergleicht, was einfach danach gekommen ist. Auch Kakashi wurde irgendwie danach komplett overpowered im Vergleich zu dem Kampf gegen Zabuza. Da haben die einfach Ewigkeiten gebraucht, um diesen Wasserdrachen zu rufen mit den ganzen Handzeichen. Das war halt einfach so ein fortgeschrittenes Jutsu. Naja, und dann später haben die irgendwie zwei Handzeichen gemacht und dann kam die krasseste Scheiße ever. Aber ich fand das trotzdem super interessant. Da war auch immer noch gut zu sehen, was die halt einfach alles lernen müssen. Zum Beispiel wie Naruto und Sasuke halt lernen müssen, am Baum hochzulaufen, wo Sakura es irgendwie sofort hinbekommen hat. Und auch wenn zum Beispiel Sasuke halt natürlich jetzt hier der Protégé war, aber das hat einfach nicht alles perfekt geklappt. Aber um mal ganz kurz wieder zu Sabuza zu kommen, nicht auf den Arc selber. Ich persönlich, es war ein sehr schöner Antagonist für den Arc. Vor allem, weil er auch ein ziemlich schönes Ende mit Haku bekommen hat. Also, er war zwar an sich böse, aber trotzdem hat man ihm halt einen sehr guten Charakter gegeben. Und ich finde, gerade als Einsteiger in Naruto hat dieser Arc gerade mit Zabuza halt so gut funktioniert und deswegen würde ich ihn einmal auf Platz 10 packen. Auf Platz 9 einmal ein Charakter, den vielleicht einige höher ranken würden als ich jetzt, und zwar hätten wir einmal Gaara, den Antagonisten aus der Shunen-Prüfung, beziehungsweise einer der Antagonisten, weil wir hatten auch Orochimaru noch gehabt und der ist halt eher so der Gegner des dritten Hokages, aber ich meine, Gaara war halt so eher der Gegner für die ganzen, naja, jungen Ninjas und Naruto, Sasuke und so weiter und so fort, und Gaara wirklich, der war da so genial. Generell, Shunen-Prüfung, einer der geilsten Arcs in ganz Naruto. Ich liebe, ich habe ihn so häufig gesehen, diesen Arc einfach schon. Und ich finde ihn einfach extrem gut gemacht. Und Gaara als Gegner, ey, der funktioniert auch einfach. Erst einmal ist der genau wie Naruto ein Jinchuriki, was ich super interessant finde, weil du hast halt diesen Kontrast so, welche Route hätte Naruto gehen können, wenn er dann wie Gaara aufgewachsen wäre. Aber nein, Naruto konnte sich halt einfach durchdrücken quasi und er hat auch Freunde gefunden, alles, was Gaara nicht hatte. Und ich fand den Charakter super interessant, der Kampf gegen Rock Lee. Oh mein Gott, ich meine, wir wissen alle, wie geil dieser Kampf war. Aber Gaara hatte, wie gesagt, auch einfach eine schöne Entwicklung in dem Arc, weil, wie gesagt, er war halt an sich das genaue Gegenteil von Naruto, aber du hast halt gesehen, ey, Naruto will den eigentlich gar nicht besiegen, er möchte ihm eigentlich helfen, er möchte mit ihm befreundet sein, er will ihm eigentlich das geben, was man ihm gegeben hat, und das finde ich einfach super schön in diesem Arc. Der Grund, warum ich Gaara nicht höher packe, ist halt, weil er nur halt hier quasi Antagonist war und kurz darauf wurde er halt gut. Ich liebe Gaara generell als Charakter, also ich finde den super, aber trotzdem muss ich sagen, einfach weil er nach diesem Arc halt einfach, naja, direkt gut wurde, würde ich ihn halt nur auf Platz 9 packen, auch wenn ich finde, dass Gaara in diesem Arc ein fantastischer Antagonist war. Auf Platz 8 hätten wir da einmal so, ich sage mal, der Assistent von Orochimaru. Und zwar wäre das einmal Kabuto. Also, als Kabuto vorkam, muss ich halt sagen, ich fand den jetzt nicht so interessant. Wie gesagt, er war halt so irgendwie der Assistent, die rechte Hand von Orochimaru, was auch immer. Und ich habe jetzt nicht so viel auf ihn gehalten. Ich hatte mal das Gefühl, okay, die gehören halt zusammen, aber er hat auf mich keinen großen Impact gehabt. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Ich fand die Szene ganz cool, wo sich Naruto ihm entgegengestellt hat gegen Tsunade, aber da war eigentlich eher Naruto cool anstatt Kabuto. Also, ja, also das war jetzt nichts, was Kabuto irgendwie
Pluspunkte gegeben hat. Aber im großen Ninja-Krieg fand ich Kabuto schon wesentlich interessanter. Erstmal haben wir seine ganze Backstory erfahren, was ich auch super interessant fand, weil, halt, ganz ehrlich, ne, also der Ding ist ja auch echt scheiße. Aber ich fand es auch cool, was er erreicht hat. Zum Beispiel hat er den Sage-Modus gehabt und ich fand den Kampf gegen ihn und Itachi und auch Sasuke ziemlich, ziemlich gut gemacht. Also ich finde, gerade im großen Ninja-Krieg wurde Kabuto wirklich wesentlich besser und hat sich auch so zu einem interessanten Antagonist entwickelt, weil er vorher irgendwie, er war halt nur dieser Assistent oder rechte Hand oder was auch immer, aber später wurde er sein richtig eigener Charakter und ich finde, dadurch hat er es auch verdient, auf dem 8. Platz zu sein. Auf Platz 7 hätten wir einmal einen Charakter, den weiß ich gar nicht, ob den so viele Leute feiern, aber ich finde einfach sein Design wirklich cool und zwar hätten wir hier einmal Kisame. Ich muss ja echt sagen, ich finde Kisame so als Gegner, ich mag den einfach. Also, ich fand's immer cool. Er kam halt zusammen mit Itachi immer vor. Also, er war halt die ganze Zeit da. Klar, natürlich, Itachi ist so der Interessantere, der Coolere. Alle mögen ihn mehr. Aber ich mochte Kisame. Also, er wirkte immer wie so ein richtiges Arschloch. Er war trotzdem halt immer ein Gegner. Und es hat extrem lange gedauert, bis der endlich mal besiegt wurde. Und ich mochte, wie gesagt, sein ganzes Design. Ich mochte die Sache mit dem Schwert. Aber ich mochte auch seine Form, die er halt eingenommen hat, als er sich mit dem Schwert vereint hat. Wo er auch quasi so als Shuri quasi bezeichnet wurde. Nicht als Shuri, sondern als Tailed Beast. Aber man hat quasi gesagt so, er ist auf der gleichen Stufe, aber er hat keinen Schweif. Aber ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, ich persönlich fand Kisame immer ziemlich cool. Aber ich mag ihn auch, weil ich ihn echt gerne in Naruto Ninja Storm Spielen gespielt habe. Also ich mochte seine Moves, ich mochte seine Angriffe. Und deswegen hat er sich bei mir ein bisschen nach oben gekämpft. Wie gesagt, ich fand es immer cool, dass der quasi immer da war und man immer gegen ihn gekämpft hat. Aber erst so gegen Ende hat man erst gesehen, was der wirklich alles drauf hat. Und deswegen würde ich den einmal hier auf Platz 7 packen. Auf Platz 6 hätten wir dann einmal den allerersten Uchiha auf der Liste. Da sind wir ehrlich, wir wissen allen, dass es noch mehr geben wird. Und zwar hätten wir als allererstes einmal Obito. Die ganze Story mit Obito war einfach super interessant. Als er als allererstes mal vorkam, ne, als Tobi, dachte ich immer, okay, was ist das denn für ein Opfer? Richtig langweilig. Aber da hat sich gezeigt, okay, der hat ja wesentlich mehr drauf und der ist gar nicht so tollpatsch, dämlich, wie er tut. Und ich fand ziemlich cool, wie er sich verstellen konnte, wenn du halt vergleichst, ne, was der eigentlich für ein Charakter ist, was er eigentlich machen konnte, damit alle Leute glauben, okay, das ist ein richtiges Opfer. Aber nein, der ist an sich komplett ernst, super interessant, hat sich dann noch als Madara ausgegeben, bis wir erfahren haben, ne, dass es halt Obito ist, was ich auch sehr interessant war, die ganze Story mit Obito, mit Kakashi, der Kampf generell auch mit Kakashi, der war auch ziemlich, ziemlich nice in meinen Augen. Was der alles erreicht hat, klar, natürlich am Ende, hat er sich dann halt trotzdem nochmal gegen Madara gestellt, weil er hat gemerkt, okay, alles, was ich eigentlich mache, ist an sich ziemlich scheiße. Er hat nichts gebracht, leider ein bisschen zu spät gewesen. Tut mir leid, Obito. Aber trotzdem, ich fand persönlich, Obito ist ein super interessanter Charakter gewesen. Ich persönlich fand, er war sehr, sehr gut umgesetzt und deswegen ist er hier einmal für mich auf Platz 6. Auf Platz 5 hätten wir einmal so den großen Antagonisten aus Classic Naruto, sage ich einfach mal. Und zwar wäre das einmal Orochimaru. Wie vorher gesagt, Kabuto war also quasi Assistent, rechte Hand, was auch immer. Aber Orochimaru war also der große Böse aus der originalen Serie. Der war eigentlich so fast schon direkt am Anfang halt direkt da und er war, naja, die ganze Zeit eine Präsenz. Natürlich war er jetzt nicht im ersten Arc mit dabei, aber direkt in der Shunin-Prüfung wussten wir von ihm. Wie gesagt, die ganze Sache mit Tsunade wussten wir auch noch. Er war derjenige, der halt Sasuke später entführt hat oder entführen hat lassen, was auch immer. Und ich fand ihn immer sehr, sehr interessant. Vor allem, weil er halt genauso wie Tsunade oder auch Jiraiya zu den drei Sannen gehört. Und die haben halt eine interessante Geschichte. Vor allem ist das eine gute Parallele immer zu Sasuke gewesen. Also man muss halt einfach sagen, die drei Sannen, ne? Also Jiraiya, Tsunade und auch Orochimaru, die waren ja generell einfach, naja, Sasuke und dann halt Sakura und auch Naruto, wenn man einfach ganz ehrlich ist. Und ich fand das trotzdem immer sehr, sehr gut gemacht. Ich fand es immer ein bisschen schade, dass der irgendwie direkt am Anfang von Naruto Shippuden irgendwie tot war. Ich fand es gut, dass er zurückkam, aber irgendwie fand ich das ein bisschen langweilig. So, die Gruppe versucht halt irgendwie Sasuke wiederzuholen und er hat dann einfach schon direkt einfach Orochimaru absorbiert. Fand ich immer ein bisschen langweilig. So, das war irgendwie jetzt nicht so interessant, muss ich zugeben. Vor allem, weil er halt im normalen Naruto einfach super krass dargestellt war. Ich meine, er war auf dem gleichen Level eigentlich wie der dritte Hokage. Er hat es geschafft, den ersten und den zweiten Hokage wiederzubeleben. Power Level damals einfach komplett wild. Eigentlich hätten die ihn ja komplett zerstören müssen. Aber trotzdem fand ich halt Orochimaru gerade in der originalen Serie einfach immer super präsent und gehört für mich einfach so zu den Charakteren, an die ich denke, wenn ich einfach Naruto höre. Und deswegen für mich einmal auf jeden Fall verdient auf Platz 5. Auf Platz 4 hätten wir einmal einen weiteren Uchiha an der Liste. Und zwar wäre das einmal Itachi. Ich habe lange überlegt, ob ich das mache, deswegen erwähne ich es einmal jetzt hier. Und zwar werde ich nicht Sasuke in diese Liste packen. Wie gesagt, ich habe lange überlegt, ob ich ihn in diese Liste packen möchte, aber ich habe mich dagegen entschieden, weil
Sasuke ist für mich kein richtiger Antagonist. Sasuke ist für mich so quasi der zweite Hauptcharakter in der Serie. Er war die ganze Zeit ein Rivale in Classic Naruto, dann ne, war er halt weg. Und ich finde, gerade in Shippuden wurde er nicht zu einem Antagonisten, sondern so zum zweiten Hauptcharakter. Man hat ihn halt super lange verfolgt, man hat versucht, seine Ansichten zu sehen. Und ich würde ihn deswegen nicht in die Liste packen. Sein Bruder allerdings würde ich schon da reintun, auch wenn der an sich... Der war an sich nicht wirklich böse, wissen wir ja alle, der war jetzt nicht wirklich böse, der hat einfach an sich alles getan, damit halt gerade Sasuke überleben kann. Und trotzdem würde ich ihn jetzt tun, weil er halt einfach sehr lange ein Antagonist war, okay? Er zählte nicht, wie zum Beispiel Sasuke, zu einem der Hauptcharaktere, wie ich es einfach sagen würde. Aber Itachi war halt einfach ein super interessanter Charakter, was er alles aufgegeben hat, um seinen kleinen Bruder zu beschützen. Wirklich, der wurde ja quasi zum Staatsfeind Nummer 1 gefühlt, einfach nur für seinen kleinen Bruder. Und ich fand diese ganze Aufopferung einfach immer sehr, sehr schön. Der Kampf generell zwischen Sasuke und Itachi war absolut genial. Für mich absolut einer der besten Kämpfe im gesamten Naruto-Franchise. Deswegen ist er für mich einmal eindeutig verdient hier einmal auf Platz 4. Dann kommen wir einmal zu meinen Top 3 Antagonisten Naruto. Und die Bronzemedaille geht für mich einmal an Danzo. Oh mein Gott, ich hasse Danzo. Danzo ist so... Boah, der ist so ein mieser Bastard. Für mich mein absolut meistgehasster Charakter in dem gesamten Franchise. Und das macht ihn halt so unglaublich gut. Also, ich meine, man sagt immer, ey, ich hasse Sakura und so weiter und so fort, aber meinetwegen ist mir egal. Aber ich hasse Danzo. Nicht, weil er irgendwie schlecht geschrieben ist, nicht, weil er nervig ist, sondern weil man ihn einfach hassen kann. Also, wirklich, dieser Charakter ist so ein Bastard. Was der alles quasi den Uchihas angetan hat, was er generell den ganzen Leuten in der Serie immer angetan hat. So ein kalkühles, gemeines, blödes Arschloch einfach, ne? Wirklich, Danzo ist einfach super gut gemacht. Und es war so satisfying zu sehen, als Sasuke den umgebracht hat. Ja, natürlich ist eine Backstory gezeigt. Der ist nicht 100% böse gewesen und nur fehlgeleitet. Aber ganz ehrlich, an dem Punkt war es mir einfach egal. Weil der hat einfach so viel Scheiße gebaut. Hat den Menschen so viel Schlechtes gebracht einfach, ne? Man kann schon fast sagen, so, er war mit einer der Hauptgründe, warum Sasuke einfach so schlecht geht. Und genau deswegen ist er für mich auf Platz 3, weil... Der ist kein schlecht geschriebener Charakter, der ist ein super gut geschriebener Charakter. So, du kriegst seine Backstory und denkst so, okay, ich kann verstehen, wo er herkommt. Aber er ist trotzdem ein richtig mieses Arschloch. Und deswegen für mich einmal eindeutig verdient auf Platz 3. Platz 1 und Platz 2 sind wahrscheinlich so Plätze, wo man sich sehr gerne streitet, welcher jetzt wo ist. Ich habe mich jetzt am Ende dafür entschieden, auf Platz 2 einmal Madara Uchiha zu packen. Ich sag mal ganz ehrlich, für mich ist Madara Uchiha der große Antagonist im gesamten Naruto-Franchise. Du weißt eigentlich von Anfang an von ihm, ne? Wirklich, also von dem Kampf zwischen Madara und dem ersten Hokage, davon wird er einfach schon so früh Hints gegeben. Auch in Shippuden geht das weiter. Aber nein, am Ende müssen wir einfach die beschissene Kaguya haben. Ich möchte nur erwähnen, ich hasse Kaguya. Kaguya ist wahrscheinlich so der beschissenste Plot-Twist, den es jemals in irgendeinem Anime gab. Kaguya hat für mich komplett Naruto ruiniert. Wirklich. Und wisst ihr, was noch schlimmer ist? Wisst ihr, was einfach noch schlimmer ist? Kaguya gibt es nur, wenn man Boruto machen wollte. Man hat damals gesagt, ey, Kishimoto, wir wollen was nach Naruto machen. Also, bring mal irgendeinen Antagonisten ein, damit was Boruto machen könnte. Ich hasse das. Kaguya ist so scheiße. Madara Uchiha war so ein interessanter Charakter. Der war so badass. Denn wir wissen all die Szene, wo Madara halt so quasi die ganze Ninja-Armee einfach alleine auseinandergenommen hat. Die ganze Story, wie das aufgebaut wurde, dass der einfach von Anfang an schon irgendwo im Hintergrund war, was er mit Obito gemacht hat, dass er am Ende wiederkam, das war so genial. Es war fantastisch. Und deswegen ist der für mich auf Platz 2. Wenn Kaguya nicht wäre, ne, da wäre der safe auf Platz 1. Aber weil dieses Ende so verschissen wurde, wenn man unbedingt Boruto machen wollte, was absolut ass ist. Boruto ist scheiße. Ist mir egal, was Leute sagen. Also ganz ehrlich, es gibt Leute, die sagen, oh, Boruto ist gar nicht so schlecht, ich habe den Manga gelesen. Ganz ehrlich, Boruto ist einfach ein schlechtes Naruto. Warum sollte ich ein schlechteres Naruto gucken wollen? Hättest du es beendet lassen? Also wirklich, Boruto gibt mir halt nichts. Ich sollte vielleicht jetzt nicht ganz so viel ranten, ich sage, mein Top 10 Antagonisten. Egal, Madara, fantastisch. Leider wurde er nur für Boruto ruiniert. Ich hoffe, das war es wert für euch. Allerdings ein Antagonist, der nicht ruiniert wurde und der in der Serie fantastisch umgesetzt war in meinen Augen, wäre einmal für mich Pain bzw. Nagato. Pain, der Anführer von Akatsuki. Und ich fand die gesamte Story von dem einfach so unglaublich traurig. Das war einer der Schüler von Jiraiya. Das war ein Kind, welches einem gesamten Leben halt eigentlich nur Schlechtes erfahren hat. Und dann wird sein bester Freund genommen. Und alles war einfach... super scheiße für den. Aber trotzdem, das war ein Charakter, der nicht auch wieder hier wirklich, wirklich böse war. Er war ein Charakter, der
der etwas anderes schaffen wollte. Und man muss halt leider sagen, ne, ich finde es ein bisschen schade, dass das Ganze auch wieder mit Talk no Jutsu geendet ist. Wir kennen das alles in Naruto. Und alles, wofür Pain oder Nagato gearbeitet hat, einfach, naja, quasi eine Unterhaltung quasi zunichte gemacht wurde. Weil ich fand den Angriff auf Konoha halt super krass. Leute sind gestorben, das ganze Dorf wurde zerstört und am Ende wurden alle wiederbelebt. Das muss ich einfach sagen, das mag ich nicht. Ich mag es nicht, wenn du eine Story hast, wo Charaktere sterben und alle kommen sie wieder. Ja, das ist quasi die ganze Story von Dragon Ball, aber irgendwie ist davon Anfang an eingebaut worden, in Naruto nicht. Und das fand ich einfach sehr, sehr schade, dass du halt einfach die ganzen Charaktere sterben lässt und dann kommen sie wieder. Ich meine, ich finde es gut, dass sie wieder kamen, weil ich mag die Charaktere, aber dann bau das nicht ein, wisst ihr? Trotzdem, Pain, Nagato, die ganze Sache mit Akatsuki, die war halt einfach super inszeniert. Du hast die ganze Zeit gefragt, okay, wer ist das? Und dann kommt heraus, ach du Scheiße, das ist einer der ehemaligen Schüler von Jiraiya. Und dann killt er auch noch Jiraiya. Also Leute, also ich muss echt sagen, ne, Jiraiyas Tod, für mich immer noch einer der absolut traurigsten Tode. Nicht nur in Naruto, sondern in allen Animes jemals. Wirklich diese Szene, ich kann mir dieses doppelte Eis nicht mehr ansehen, ohne anfangen gefühlt zu heulen. Ne? Ich hab gesehen, dass dieses Eis, so viele Memes habe ich mit diesem Eis einfach schon gesehen. So, Junge, wenn du dieses Eis siehst und dieser Song anfängt zu spielen. Ne? Es geht nicht anders. Das war einfach krass. Jiraiya, generell krasser Charakter. Nagato, Pain, wie auch immer ihr nennen wollt, auch super gut in Szene gesetzt. Für mich eindeutig der beste Antagonist in ganz Naruto. Wie gesagt, wäre Madara nicht zu verhauen worden, könnte es sein, dass er auf Platz 1 ist. Aber so wie es steht, für mich einmal eindeutig Nagato auf Platz 1. Aber ja, das wären einmal meine Top 10 Antagonisten im Naruto-Franchise. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was euer liebster Antagonist ist und, naja, welchen ihr gar nicht leiden könnt. Ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und tschüss.